Montana Black bekommt eine Morddrohung, Shuyoka erklärt uns, warum Frauensport bei Rassentrennung enden könnte, Julian Bam kündigt das Ende seines YouTube-Kanals an und YouTube Deutschland zerstört Elon Musk komplett. Das alles heute in der zweiten Folge von Einzig Weekly, aber erstmal muss ich euch noch kurz enttäuschen. Denn ihr habt unter der letzten Folge die 400 Likes leider knapp verfehlt, das heißt, ihr werdet mich heute nicht im Maid-Outfit sehen, aber ich bin überzeugt davon, diesmal können wir es schaffen, das heißt, alle mal ein Like da lassen, wenn ihr das sehen wollt. Und jetzt rein ins erste Thema. Ein gar nicht so kleiner TikToker hat vor kurzem eine Morddrohung gegen Montana Black geäußert. Schauen wir da mal kurz rein. Montana Black, wenn ich dich irgendwo sehe, wenn ich dich irgendwo erwische, ich werde dir das Leben nehmen, du kleiner Hurensohn. Und ich denke mal, ich muss hier niemandem sagen, dass sowas absolut ekelhaft ist und natürlich auch bestraft gehört. Was es aber in diesem Fall auch tatsächlich schon wurde. Denn Montana Black hat diesen Fall angezeigt. Selber sagt er dazu das hier. Ich will euch eine Sache sagen, okay? Ich habe ein dickes Fell. Wenn mich jemand im Internet als Hurensohn beleidigt oder er schreibt mir, er f*** meine Mutter, oder jemand macht einen TikTok, wo er sagt, oh, Monte, du Hurensohn, ich f*** dich, dann nehme ich es in einer gewissen Art und Weise sportlich. Ja, ich bin ja auch gerne mal jemand, der auch mal eine Beleidigung raushaut oder in der Vergangenheit eine Beleidigung rausgehaut hat. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich finde, bis zu einem gewissen Punkt sollte man sich nur Dinge gefallen lassen. Und sobald es auch zum Beispiel so um wirklich eine Morddrohung geht, wie in diesem Fall. Was auch absolut verständlich ist, ich hätte an Montes Stelle da genauso gehandelt. Und dieser TikToker wurde jetzt glücklicherweise auch bereits verurteilt. Christian Solmecke hat dazu das hier gesagt. Aber was clever war, er hat sich für seine Taten entschuldigt. Er hat gesagt, sorry, ich habe ihn wirklich beleidigt und bedroht. Das ist sicherlich so. Ich soll dafür dann auch die gerechte Strafe bekommen. Hatte auch immerhin eine Freiheitsstrafe von 4 Monaten. Also gar nicht so knapp. Für so eine Morddrohung gegen Monte gibt es 4 Monate Freiheitsstrafe. Die ist hier nochmal zur Bewährung ausgesetzt worden. Auf jeden Fall absolut zu Recht, dass er dafür bestraft wurde. Ob ihr mit der Höhe zufrieden seid, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Shuyoka hat in ihrem Stream eine super seltsame Äußerung zum Thema Frauensport getroffen. Schaut euch das mal an. Und aus der Geschichte heraus habe ich gelernt, dass man im Sport keine Differenzierungen zwischen unterschiedlichen Menschen aufgrund von Pseudobiologie macht, weil dann sind wir ganz schnell wieder in der Rassenlehre, wo man schwarzen Frauen auch unterbunden hat, beim Sport mitzumachen, weil sie angeblich genetisch so viele Vorteile hätten und das total unfair war für den echten Frauensport. Und wo das hingeführt hat, haben wir alle gesehen. Also ermahne ich euch alle, vielleicht ein bisschen mehr auf Menschlichkeit zu achten und ein bisschen weniger Pseudobiologie zu verbreiten. Also um ehrlich zu sein, kann ich gerade aus einer feministischen Perspektive ganz gut verstehen, warum man Frauen gegen Frauen und Männer gegen Männer antreten lässt. Zudem frage ich mich, ob sie ernsthaft sagen möchte, dass es zwischen männlichen und weiblichen Athleten ähnlich große Unterschiede gäbe, wie zwischen Athleten verschiedener Rassen-Ethnien. Also, ich glaube, sie möchte hier eher darauf hinaus, dass es bei beiden keinen biologischen Unterschied gibt, was mal mindestens gänzlich realitätsfern wäre. Also mal wieder ein super seltsamer Take, irgendwie Geschlechtertrennung im Sport mit Rassentrennung zu vergleichen. Aber kommen wir doch mal zum nächsten Thema. Julian Bam kündigt das Ende seines Hauptkanals an. Beziehungsweise die letzten Videos, die noch auf seinem Hauptkanal erscheinen sollen. Schauen wir da mal kurz rein. Akt 4 startet am Samstag, den 7.9. auf Freeview. Und 2 Wochen später könnt ihr euch das Ganze ab 12 Uhr auf YouTube geben. Hier natürlich auch wieder mit der Live-Premiere, wo wir alle zusammen schauen können. Und weil das Ganze noch nicht genug war, werden wir in demselben Jahr, in diesem Jahr, in demselben Rhythmus Akt 5, Sandmann und Akt 6 das Finale droppen. Heftige Roadmap, ich weiß, aber ihr dürft auch nicht vergessen, das ist die allerletzte Reise für den Julian Bam-Kanal. Das ist das letzte Jahr für den Kanal. Beginnt. Es ist der finale Sprint jetzt. Ja. Und bis Ende des Jahres sollen dann alle angekündigten Videos online sein und sein Hauptkanal ab diesem Zeitpunkt tot. Ich habe ja immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass er danach irgendwann trotzdem weitermachen wird, aber ich schätze mal, wir werden sehen und wir kommen zum nächsten Thema. Elon Musk wurde von Tim Jacken komplett zerstört. Eigentlich ist es keine wirkliche News, aber ich fand es einfach so lustig, dass ich es mit reinnehmen musste. Und zwar postete Elon Musk dieses Meme hier. Donald Trump is back on X. Und darunter dann Gänsehaut. Doch eine Person fand das Ganze nicht so lustig. Und zwar der gute Tim Jacken. Dieser schrieb nämlich unter diesem Post von Elon Musk auf Deutsch einen Kommentar. Und dieser könnte wirklich kaum lustiger sein. Was bist du eigentlich für Huso geworden, Bruder? Dachte eigentlich vor paar Jahren noch stabiler Atze und so. Aber jetzt, ciao. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass dieser deutsche Kommentar von Tim Jacken Elon Musk schwer getroffen hat.
Schreibt mir eure Meinung zu den ganzen Themen gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und schaut bei Instagram vorbei, Link ist hier on screen, folgt da gerne rein und dann sehen wir uns ganz bald wieder.